Das hier hinter mir, das könnte der rote Teppich für die VIPs hier auf der diesjährigen Mii-Convention sein. Ist er aber nicht, denn bei der Mii-Convention geht es nicht um die wenigen Super-VIPs, sondern da geht es darum, Menschen zu treffen, sich auszutauschen. Und es geht um unsere Zukunft und was das im Detail bedeutet und wen wir hier treffen können, das zeige ich euch jetzt. Neben mir ist jetzt Bettina Fetzer und Bettina Fetzer ist die Marketingchefin von Mercedes-Benz. Bettina, ich habe eine Frage. Ihr macht jetzt zum dritten Mal die Mii-Convention. Kannst du mal kurz erklären, was ist die Mii-Convention eigentlich? Die Mii-Convention ist eine Zukunftskonferenz. Die hat Mercedes-Benz gemeinsam mit der South by Southwest gegründet. Und wir vereinen hier ganz viele Vordenker aus unterschiedlichen Bereichen, um über die Herausforderungen, aber auch die vielen Möglichkeiten einer nachhaltigen Zukunft zu diskutieren. Wenn wir darüber nachdenken, ihr als Mercedes engagiert euch ja sehr ordentlich hier. Warum macht ihr das als Marke? Warum ist das für euch so wichtig? Wir kommen hier mit Menschen zusammen, die sonst vielleicht wenig Berührungspunkte mit unserer Marke haben. Und wir kriegen ganz viele tolle Impulse aus Richtungen, die wir nicht erwartet hätten. Und es macht auch ganz viel Spaß, mit diesen Menschen gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Ihr habt ja hier auch Workshops, ihr habt Leute, die Talks machen. Was sind denn so deine persönlichen Highlights? Oh, ich habe ein ganz tolles Highlight, Anne-Marie Imafidun, das ist ein britisches Wunderkind, hatte einen Talk gemeinsam mit Lewis Hamilton und die beiden haben darüber gesprochen, was die beste Version von einem selbst ist und das ist, glaube ich, was, wo wir alle ganz toll mit uns verbinden können. Und wenn du jetzt heute den Tag hier verbringst, neben dem bisschen Arbeiten, was du auch noch machen darfst, was guckst du dir denn selber an und was nimmst du für dich dann mit? Also ich habe Lust, in ein paar von den Workshops zu gehen. Wir haben dieses Jahr gesagt, wir wollen nicht nur diskutieren, sondern wir wollen auch ein bisschen was gemeinsam gestalten und haben eine Atmosphäre geschaffen, wo wir uns genau das versprechen. Und ich glaube, das wird toll. Ich glaube, wir werden ganz viele kreative, inspirierende Menschen sein, die vielleicht mit ganz tollen Ideen hervorkommen, die wir nicht erwartet hätten. Ich habe jetzt gesehen, ihr habt ja jedes Jahr ein Motto. Wie ist denn der Hashtag dieses Jahr und was steckt dahinter? Der Hashtag ist Create the New und es geht genau darum, dass wir mit der Mii-Convention neue Lösungen, neue Möglichkeiten für eine nachhaltige Zukunft entwickeln. Auf der Mii-Convention trifft man viele neue Leute, aber manchmal trifft man auch alte Bekannte, so wie meine Kollegin Sarah Elzer. Was sich wirklich nur auf die Länge des Kennens bezieht, ne? Hoffe ich doch mal. Ja. Du bist jetzt hier auf der Mii-Convention und ich denke noch ein bisschen auch auf der IAA als geschätzte Kollegin unterwegs. Was zieht dich denn hierher und hast du dir überhaupt schon irgendwas anschauen können? Tatsächlich bin ich hier so ein bisschen reingeschneit heute. Ich bin tatsächlich auch erst heute hier angekommen. Das heißt, ich bin gestern einmal durch Halle 4, fast meine Lieblingshalle, obwohl es gar nichts Neues ist, sind nämlich die Oldtimer. Und bin dann hierher zur Mii-Convention und habe bis jetzt, ehrlich gesagt, eher Interviews geführt und nur mal so am Rande ein bisschen gehört, was da für Vorträge sind. Willst mir aber auf jeden Fall noch anschauen. Hast du denn so eine Mii-Convention schon mal besucht und kannst du so bestätigen, dass man tatsächlich hier Kontakte knüpfen kann, dass man gerade als junger Mensch mal so ein bisschen den, sag mal, den Kopf aufkriegt, neue Ideen kriegt? Das auf jeden Fall. Also ich war vor 2 Jahren auch schon da. Ich muss ehrlich gestehen, ich fand es ein bisschen besser vor 2 Jahren, weil es einfach näher noch an der IAA dran war. Jetzt sind wir irgendwie in so einem extra Bereich. Also merkt man schon, das wird abgesplittet irgendwie. Aber nichtsdestotrotz, was halt ganz toll ist, ich glaube, das ist ein Thema für die Zukunft, das Thema Diversität. Nicht nur im Bereich, diese Gender-Debatte lasse ich mal gerne ganz weg, aber im Bereich von, wer bringt welches Mindset mit, welche interdisziplinären Kontakte kann ich hier knüpfen. Das ist auf jeden Fall so. Also du findest hier wahnsinnig viele spannende Querdenker vor allem. Das mag ich gerne. Hast du denn mal ins Programm schauen können, dir vielleicht so ein spezielles Ding vorgenommen, wo du sagst, das schaue ich mir auf jeden Fall noch an? Ja, wenn ich es schaffe, auf jeden Fall heute Ola, der ist ja auch noch mal da. Finde ich auch cool, dass er da selber mit teilnimmt. Und ansonsten, hier geht es auch ganz viel um das Thema Technologie und Startup. Das sind ja auch so meine Themen. Also auf die würde ich mich da mal konzentrieren. Ich habe vorhin schon was gesehen zum Thema Mondlandung. Weiß nicht, ob es schon vorbei ist. Sowas würde mich halt interessieren, weil das so ein bisschen out of the box ist. Und hier gibt es ja auch sowas wie Körper und Altern und so. Das ist jetzt nicht so ganz mein Thema, aber es gibt es auch. Und das finde ich ganz cool, weil man vielleicht doch irgendwo einen Aspekt dann aufgreifen kann, der dann wieder spannend für einen sein kann. Das Angebot hier auf der Mii-Convention, das ist wirklich extrem vielseitig. Hier gibt es wirklich für jeden Geschmack was. Wenn wir uns hier mal auf der App zum Event anschauen, was es für Vorträge gibt, wirklich Building Interfaces with the Body's Electrical Signals, also Technik pur. Dann habe ich hier unten was gefunden, da, Hide and Seek, How to Disappear Completely. Und es gibt vieles, vieles mehr, wirklich für jeden was. Und ich habe jetzt mein Highlight, denn jetzt ist das Gespräch an der Reihe zwischen Robert Habeck und Ola Kalenius. Und genau das schaue ich mir jetzt an.
Das war's von der diesjährigen Mii-Convention hier in Frankfurt im Rahmen der IAA. Und ich muss ehrlich sagen, das war wirklich eine spannende Veranstaltung. Es gab hier so viele unterschiedliche Vorträge zu den unterschiedlichsten Themen. Nicht nur Auto, sondern das ganze Leben wird im Endeffekt behandelt. Und es werden wirklich interessante Lösungsansätze gegeben. Und vor allen Dingen werden auch Dinge kontrovers diskutiert. Und das war zum Beispiel extrem spannend bei dem Gespräch zwischen Ola Källenius und Robert Habeck. Einmal Daimler, einmal die Grünen. Man kann auch da sehen, dass auch für sowas hier Platz ist. Und ich kann nur jedem, der sich für sowas interessiert, einfach mal sagt, Mensch, ich brauche mal frische Ideen, will neue Leute kennenlernen. Dem kann ich nur raten, sich hier mal anzumelden, einfach mal herzukommen und sich selbst ein Bild davon zu machen. Ich weiß, wenn nächstes Jahr die Mii-Convention wieder läuft, bin ich wieder dabei.